Wir sind Justine und Torge und wir studieren Alte Geschichte an der Universität Hamburg. Heute geht es darum, wie man eine Hausarbeit schreibt und was wir dafür tun, damit nicht alles in Chaos ausartet. Und am Anfang einer guten Hausarbeit steht immer eine gute Leitfrage. Ganz genau. Dafür benutze ich meistens ein Referatsthema, in das ich mich bereits eingelesen habe und das ich dann vertiefend behandeln werde. Eine gute Leitfrage soll zur Argumentation herausfordern. Das heißt, wann und was Fragen fallen komplett raus. Eine gute Leitfrage beginnt mit wie, warum und inwiefern. Was ich auch immer nützlich finde, ist, wenn sich die Leitfrage auf einen konkreten Zeitpunkt und auf eine konkrete Quelle bezieht. Dadurch ist die Frage dann direkt greifbarer. Wenn man sich dann für eine gute Leitfrage entschieden hat, wäre die nächste Hürde eine vernünftige Gliederung. Das stimmt. Die Gliederung lege ich immer zuerst und direkt nach dem Einlesen an. Dann steht schon mal ein strukturelles Gerüst für die Arbeit, das sich aber im Laufe des Textes noch verändern kann. Ich finde es auch ganz praktisch, nicht immer von vorne anzufangen. So überspringe ich nach der Gliederung meistens die Einleitung und schreibe zunächst den Hauptteil in seinen jeweiligen Kapiteln. Und am Ende schreibe ich Einleitung und Fazit so zusammen, wie sie am besten zueinander passen. Ich persönlich beginne immer so, dass ich zuerst die Quelle interpretiere und analysiere oder bei mehreren Quellen einen Quellenvergleich vornehme. Wie man den Hauptteil anlegt, ist allerdings schwierig zu verallgemeinern. Der rote Faden ist natürlich immer auch die Leitfrage. Ich arbeite gerne verschiedene Aspekte der Leitfrage ab, bis ich die Ergebnisse dann in einen gemeinsamen Kontext bringe. Genau, ich mache das ähnlich und in einem zusammenführenden Kapitel versuche ich dann, eine Antwort auf meine Frage zu finden, mein Vorgehen nochmal zu reflektieren und am Ende einen Ausblick zu geben. Das ist aber dann auch schon wieder das Fazit. Und wenn du dann soweit bist, wie legst du deine Einleitung an? Ich führe den Leser zunächst in die Thematik ein und stelle den Gegenstand meiner Untersuchung vor. Dabei grenze ich mein Thema zeitlich und räumlich ein. Sehr wichtig ist eine kurze Vorstellung der Gliederung, des Forschungsstandes und der benutzten Quellen. Wenn das dann alles fertig ist, fehlen noch das Quellen- und das Literaturverzeichnis. Hierbei ist es besonders wichtig, auf die korrekte Zitation der Literatur und auf die Nennung der Edition im Quellenverzeichnis zu achten. Zum Schluss gehe ich nochmal die Fußnoten durch und prüfe, ob alle gegebenen Informationen durch ein Zitat belegt sind und ob alles formal einheitlich ist. Wenn ich dann das Gefühl habe, dass wirklich alles fertig ist, lese ich den Text noch einmal durch. Außer auf Fehler achte ich hierbei auf einen wissenschaftlichen Stil und auf korrekte Formulierungen. Ein guter Tipp ist auch, einen Blick in die Materialien des E-Manuals zu werfen. Da findet man auch die formalen Richtlinien. Optimalerweise hat man vor der Abgabe natürlich auch noch ein paar Tage Zeit, die dann nur für Korrekturen reserviert sind. In Zeitnot macht man bekanntermaßen ja die meisten Fehler. Es gibt natürlich kein perfektes Rezept für eine Hausarbeit und manchmal spielt die Zeit auch nicht mit, aber das sind alles Kniffe, die uns geholfen haben.